Jojo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir bei Istanbul Ocakbaşı den besten Steak-Döner in Osnabrück und Umgebung testen. Vertraut mir, ihr kennt vielleicht meine alten Videos, wo ich hier auch war. Da habe ich den Adana getestet, einen Grillteller. Und jetzt zeige ich euch den selbstgesteckten Steak-Döner. Für mich mein Favorite. Lass uns direkt reingehen, der Kollege wartet schon. Let's go. Komm mal rein. Klopf, klopf. Wow, wow, wow. Okay, der Chef ist schon dabei. Wie geht's? Wie geht's? Gut, gut. Bei euch? Auch gut. Okay, du machst jetzt hier Steak-Döner, ne? Steak-Döner, ja. Das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe, dass man das selber macht. Kannst du erklären, was du da gerade für ein Fleisch hast? Und das ist Rindfleisch. Rindfleisch, von, weißt du von welchem Teil vom Tier? Den Teile. Ja, es gibt ja so Oberschenkel oder Rippe oder so. Oberschenkel. Da machst du immer so erst Rindfleisch und dann zwischendurch auch Fett und so rein, ne? Genau. Wow, das Ding werden wir gleich essen. Habt ihr sowas überhaupt schon mal gesehen? Also ich nicht. Das machst du ja immer täglich, jeden Tag einen Spieß täglich. Machst du. Abend vorbereiten. Ja. Und dann jeden Morgen. Bin sehr, sehr gespannt. Was auch vielleicht wichtig zu erwähnen ist, ich finde den Unterschied, ob man jetzt so einen Steak-Döner irgendwie liefern lässt, weil das wird ja eingefroren, ne? Und dann bilden sich ja diese Eiskristalle so zwischen diesen Fettschichten. Und wenn das dann schmilzt, ist das so wässrig. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn du ein Glas Cola hast und das mit Wasser verdünnst, so ähnlich, ne? Wenn ihr das checkt. Und der macht das halt immer frisch. Das heißt, das Fleisch, was er hier so frisch reinsteckt, das geht nicht mal in Tiefkühltruhe, geht nicht mehr, ne? Direkt machst du dran. Ja, und das ist, macht nochmal einen Unterschied, das sage ich euch. Das merkst du auch an dem Geschmack hier. Du schmeckst das Fett so richtig. Das hat so einen intensiven Geschmack. Ja gut, wir lassen den Meister machen, ja? Und dann nehmen wir nochmal gleich auf, wenn du das Ding da reinsteckst. Wie viele Kilo sind das? Das heute ist 40, 50 Kilo. 40, 50 Kilo? 50. Kriegst du auch locker weg, ne? Ja, ja. Heute. Kriegst du auch 90. Okay, ich sag den Leuten Bescheid, die sollen schnell kommen. Da ist das wunderschöne Ding. Von dem Fleisch, das sieht einfach wow. Das ist der Picasso unter den Dönern. Picasso Italien. Chef, jetzt muss, kann ich auch einmal schneiden oder will ich das kaputt machen? Ja, das ist sehr schwer, aber kannst du. Okay, original ja. Omudi. Warte, ich mach mal wieder Profi. Ich hab nichts gemacht. Okay, warte, sag mir wo. Ich nehme mal meine Hand und zeig, mach wo. Nicht, nicht so, nicht so. Du musst so. Das ist für dich. Das ist aber wahr. Ja. Was denn? Okay, das ist, muss Kunst sein. Ich lasse den Profi das wieder machen. Wie locker er das macht. Nein, danke, das brauche ich nicht. Wow. Sehr, sehr geil. Das Essen ist schon da. Kam ein bisschen überraschend, aber er hat uns so einen feinen Teller fertig gemacht. Kann ich euch mal zeigen, wenn man das sieht. Da sieht man das Fleisch mit Reis und Brot oben drauf. Ich muss sagen, ich hätte schon Bock gehabt auf so eine Dönertasche. Ne? Ja.
Aber der will weg von diesem Klischee. Ist da so eine Art Döner-Teller auch? Ja, genau. Ohne Pommes. Ne? Genau. Auch schon? Nicht schlecht. Vor allem das Fett, das schmeckt mal richtig. What's up is down, what's left is right. Warum isst du Sandwich und ich nicht? Aber kann man das so auch bestellen? Ist das jetzt Döner-Teller? Ja, das ist eine normale Portion, weil die Salat und die Soße alles essen. Mhm. Aber mega gut. Wirklich. Darf nicht so gut versprochen. Der ist so geil, ne? Er macht diesen Sandwich. Mir wollte er es nicht machen. Ist aber gut, ne? Wenn Salat getrennt ist, Soße, dann hast du hier nur Fleisch und Reis. Ich genieße. Zweiter Eindruck. Wirklich gut. Also wirklich. Sieht man in der Sonne vielleicht nicht, aber das ist so schön saftig, das Fleisch. Wow. Das ist auch nicht der klassische Reis, ne? Das ist Bulgur. Was ist das? Bulgur. Nennt man so. Ja. Das ist nicht dieser klassische Basmati oder sonst was. Mhm. Wir werden jetzt in Ruhe essen, Leute. Und geben dann am Ende ganz entspannt das Fazit ab. Wir genießen das Ganze. Hey, du Model. Ja, moin. Voll unauffällig so, ja. Ja, ich guck gerade hier, ja. Kurz mal dein Fazit zu dem Döner. Also der Döner war wirklich sehr, sehr gut. Das Fleisch war knusprig. Mhm. Der Reis war bombastisch. Also ich habe selten so gut gegessen wie hier. Also. War das eigentlich das erste Mal, dass du Bulgur gegessen hast? Ja. Das war ja so eine Art Reis, hast du mir erklärt, ne? Ja. Genau. Und wirklich super. Noch nie gegessen. Bombe. Also ich kann nur sagen, Robert, danke, dass du da warst und mir geholfen hast. Ich küsse dein Herz, du hast mich unterstützt bei der Aufnahme. Und ja, Robert verabschiedet sich jetzt und ich werde gleich noch mit Christen Döner snacken, auf entspannt. Mache dann später meine Bewertung zu den beiden Gerichten. Weil ich rolle mit meinem Besten. Weil ich rolle mit meinem Besten. Dieses Mal zwei Köpfe und viel Fleisch. Ja. Viel Dönerfleisch. Mit Pommes magst du oder Reis? Nee, nur Fleisch. Okay. Schon 400 Gramm, wenn das geht. Wie viel Gramm Fleisch hast du jetzt bestellt? 400? Plus die Köfte, halbes Kilo. Der ist. So, ich habe mir jetzt nochmal einen Döner bestellt. Ganz klassischen. Nur mit Zwiebeln und Tomaten, ohne Soße, weil das Fleisch schon seinen eigenen Fettanteil hat. Relativ hoch. Deswegen braucht man da nicht zwangsweise eine Soße. Ich habe zwar gerade einen Döner-Teller gegessen, Leute, aber diesen Sandwich, guckt euch den mal an. Das ist es doch. Oh mein Gott. Nur mit Zwiebeln, Tomaten, das reicht. Mehr braucht nicht. Das Fleisch hat so viel Fettanteil und einfach nur saftig. Da brauchst du nicht zwangsweise unbedingt eine Soße, sondern da beißt du einfach so rein. Schaut euch das mal an. Das Brot ist von außen schön kross und innen durch das Fett ist es schön weich. Ich werde jetzt in Ruhe essen und gebe dann später im Studio mein Fazit ab. Ich bin jetzt im Studio angekommen und werde das Fazit jetzt hier geben zu dem, ja, zu dem Döner-Sandwich, sage ich mal. Und Istanbul Ocakbaşı habe ich getestet. Das war ja nicht mal mein erster Besuch, sondern ich habe tatsächlich auf YouTube auch schon ein Video, wo ich den Adana getestet habe. Deswegen war der Laden mir nicht so unbekannt, aber ich musste euch unbedingt den Steak-Döner zeigen. Ich werde mich relativ kurz halten, weil für mich ist Istanbul Ocakbaşı die Nummer 1 in Osnabrück und Umgebung, was den Döner angeht. Wir hatten die Möglichkeit jetzt, das auch aufzunehmen, wie er das Fleisch nochmal so frisch steckt. Und das wird alles selber frisch gemacht, täglich frisch zubereitet. Ihr habt den Spieß gesehen. Das Ding war echt heftig. Ich habe es schon öfters gesehen dort. Ich habe ja ein Adana-Video hochgeladen, habe ich auch den Steak-Döner auch schon gesehen und kennenlernen dürfen. Es macht einfach den Unterschied, Leute. Ob du jetzt an demselben Tag ein Fleisch irgendwie zusammensteckst und herstellst oder ob du es geliefert bekommst und es vorher eingefroren ist. Weil, ich habe es auch im Video gesagt, wenn das Fleisch jetzt nochmal eingefroren wird, dann bildet sich ja Eis. Und wenn du den an den Spieß tust,
das schmilzt ja alles und das, fände ich, verdünnt so den Geschmack von dem Fett und von dem Fleisch. Aber so, wenn du es frisch so da Spießer dran machst, wie soll ich sagen, dann hast du eigentlich diesen 100%igen intensiven Geschmack von dem Fleisch und Fett. Oh, ich kann nicht mehr sitzen. Und das ist, finde ich, macht nochmal den Unterschied. Ich habe mein Döner-Sandwich, habe ich einfach nur mit Tomaten und Zwiebeln. Das reicht doch, mehr brauche ich da auch nicht. Und der Döner-Teller, ja, das war ein Döner-Teller, sah relativ klein aus, aber die Portion hatte es in sich, weil der Teller so ein bisschen tief war. Das darf man so nicht unterschätzen, war mit Bulgur, Salat getrennt gebracht, schön gemischten Salat mit Sumak, braucht man auch nicht viel sagen, war einfach perfekt optimal dazu und dann noch zwei Soßen, Knoblauch und Elsenmehl dazu gehabt. Also die Jungs wissen es, die verstehen ihr Handwerk und das, wie der Typ diesen Spieß da geschichtet hat und an den Spieß drangetan hat und geschnitten hat, das ist für mich einfach Kunst, das ist einfach Kunst und Handarbeit. Das sieht man leider selten, diese ganzen Hype-Läden mit TikTok hier. Ich habe schon mal einen Burger getestet. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen, ist jetzt auch vollkommen egal. Da habe ich ein Video auf TikTok gesehen und dachte, Mensch, da muss ich hingehen und den testen. Und dann bin ich hingegangen und dann haben die gesagt, nee, das war nur für die Aufnahme von TikTok. Diesen Burger haben wir hier gar nicht. Ja, super, geil, dachte ich nur. Es mag sein, dass es solche Hype-Läden, dass es gute Läden gibt, aber das wie Istanbul Ocakbaşı oder Al-Karim, wo ich da mal war, auf Insta habe ich ein Video hochgeladen, da musste ich eigentlich auch ein YouTube-Video hochladen. Das sind so Restaurants, die verstehen ihr Handwerk. Das sind Leute, die kommen aus ihrer Heimat und haben es dort gelernt und zeigen es uns hier in Deutschland. Und jetzt hole ich schon wieder so weit aus, aber ich setze einfach einen Punkt, einen Strich darunter. Istanbul Ocakbaşı kann man definitiv testen, Leute. Probiert ihr und schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, der wird euch gefallen. Wenn ihr Döner mögt, wenn ihr Steak-Döner mögt, dann ist das für mich Next Level. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ich empfehle den Laden. Könnt ihr gerne abchecken. Und das war's auch mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es auf jeden Fall. Daumen hoch da lassen, kommentiert es, schreibt mir ruhig mal eure Empfehlung rein, was ich noch testen soll. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und Kuss geht raus.